Hallo und willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal Follow Inspector Fire vorstellen. Und zwar die Spezialedition. Es gab nämlich früher auch mal das Spielzeug davon. Und das ist ja eher eine Sammelfigur. Ich habe sogar noch das alte Spielzeug. Können wir nachher mal vergleichen, was da besser und da schlechter gemacht worden ist. Aber bevor wir das vergleichen, müssen wir das Ganze erstmal auspacken. So, nachdem wir die Figur jetzt ausgepackt haben, muss ich sagen, entspricht meine Erwartung, weil nämlich, ihr könnt alle Gelenke bewegen, Arme, Beine, sogar die Schulterpolstern könnt ihr hochklappen, klack, 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 klack und hammerhart, das Visier lässt sich auch nach oben klappen, wie aus der Serie. Cooles Teil. Hier haben wir noch die Pistole, die könnt ihr auch dementsprechend anpassen, runter hoch. Und es wurden so zusätzlich noch 6 verschiedene Arme dazu geliefert, damit ihr auch jede Geste nachspielen könnt. Ja. Bevor wir gleich zum Ende kommen, wollte ich euch doch nochmal die alten Spielzeuge von Inspector zeigen. So sah das alles damals früher aus. Hier war sogar noch der Brustpanzer aus Eisen, bei jeder Figur übrigens. Und hier konnte man sogar den Helm noch abnehmen. Und da befindet sich der Hauptdarsteller des Films. Die Sachen konnte man auch übrigens alle ausziehen. Hier genau das gleiche. Hier mal so ein kleiner Vergleich. Und zu guter Letzt möchte ich euch nochmal das Spielzeugauto von Inspector vorstellen. Hoffentlich kommt das auch nochmal als Deluxe-Version raus. Man konnte nämlich das mit wenigen Handgriffen verwandeln. Ist schon ein bisschen älter das Modell, nicht wundern. Schon ein bisschen vergelbt, aber trotzdem von der Qualität her kann man dann noch mit gut spielen. So. Das ist das normale Einsatzfahrzeug. Und wenn sich der kleine Robin da verwandelt in Fire, dann geht das so. Klack. Ihr könnt sogar hier, ups, da bin ich mal zur Seite. Ihr könnt sogar hier eine Figur reinpacken. Schließen. Klack, klack. Und verwandelt. Und das war's auch schon wieder für heute. Mein kleines Fazit am Ende ist, für Inspector-Fans ein absolutes Muss.
Naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tiny Tommy.